Zeit. Kartell ist immer etwas Verbotenes, was irgendwie totale Kontrolle von über etwas ausübt. Und wir wollen beziehungsweise das Rap-Kartell in Deutschland werden. Sagen wir mal so. Das heißt, in Zukunft wird ohne türkischen Rap in Deutschland nichts gehen. Okay, wir können drehen. Also sozialkritische Sachen sind immer irgendwie das Medium gewesen im Hip-Hop, um sich auszudrücken und Sachen irgendwie zu klären. Und das ist ganz klar, dass irgendwie das Medium hier jetzt von uns genutzt wird, weil es halt so eine Sache ist. Und damit gehen wir halt auf die Sachen los, die wir ausdrücken wollen und wofür wir unsere Rechte einfordern. Oder eben speziell die Türken auf jeden Fall. Wenn dann sobald die Frauen stimmen, wechseln wieder ins On. Ah ja. Wo diese Männer gell, 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 gell. Diese Stimme, ja. Also dieser Teil. Und wir singen aber nicht mit, ne? Wir schauen. Nein, nein, ihr. Und dann macht ihr nur halt Korn, Korn, Korn. Also okay. Super cool. Aber ne? Das kann, machen wir auch wirklich mit, also. Ja. Korn, Korn. Genau. Korn, 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 Korn. Es ist kein Aufruf zur Gewalt, aber es ist halt so, wir machen Rapmusik, ja? Dafür schlägt unser Herz. Und Rapmusik bedeutet auch immer, dass man eine Message rüberbringt, eine Einstellung, dass man die nicht versteckt, dass man die verbunden mit der Musik und bei uns halt mit dem türkischen Flavor gepaart sozusagen rausbringt. Und unsere Platte, die Kartellplatte, ist halt der erste Schritt. Hey, da ist überhaupt kein Schwein drin, Weitergehen.